Seid gegrüßt, werte Ladies, werte Lords. Herzlich willkommen zur fünften Runde Foundation hier in Gutstein auf Abauer LP. Ich bin Björnen, freut mich, dass ihr da seid. Auf dem alten Kanal läuft noch der Bau des Dorfes Finnheim fertig. Schaut auch da gerne mal rein. Ist verlinkt in der Infobox und unten in der Beschreibung. Eine neue Geschichte kann gehört werden. Bärenüberschuss. Es gibt keinen schöneren Anblick als einen Berg aus Bären, so wie der, den ihr in euren Speichern angehäuft habt. Dieser rote Wohlstand beruhigt eure Dorfbewohner, da sie wissen, dass sie für eine Weile wohl genährt sein werden. Ausgezeichnet. Nur, dass wir jetzt gerade im Moment nur 34 haben. Das ist ein bisschen wenig. Also von Wohlstand würde ich da nicht reden wollen. Das ist aber auch tatsächlich irgendwie ziemlich wenig. Ich behalte das einfach weiter im Auge. Das letzte Mal waren wir damit beschäftigt, haufenweise Prunkdingsbumse hier in die Gegend zu setzen, beziehungsweise irgendwie das Dorf aufzuhübschen, weil wir einen Wohlstand von 70 brauchen. Im Augenblick sind wir nur bei 56 und wir haben angefangen, die Ernährungsergänzungsprodukte herzustellen, Fisch. Und hier unten roden wir gerade den Wald, machen Platz für Weizen. Im Augenblick sieht es so aus, als wenn Geld reinkommt. Und auch als wenn genug Nahrung vorhanden ist. Also werde ich nach Möglichkeit einfach weiter am Wohlstand arbeiten. Noch mehr rosa Büsche in die Gegend setzen. Oder irgendwelchen Prunk. Magerer Handel mit Northbury. Kümmerlicher Handel macht in Northbury Sorgen. Und die Äbtissin bittet euer Kloster um Kräuter und Beeren. Sie überlässt es euch zu entscheiden, ob die Vorräte gespendet oder verkauft werden. Solange sie nur schnell auf die Reise gehen. Da wir wenig Geld haben, würde ich sagen, machen wir den doppelten Preis, aber wir haben gar nicht genug Beeren. Können wir nicht machen, sonst verhungern unsere eigenen Leute. Ja, es ist mal wieder wenig Geld da. Da kann ich nicht viel machen. Außer Büsche. Im Busch geht fast immer. Huch, was ist hier? Meisterwerk der Brunnenskulpturen. Euer geschickter Umgang mit Nahrungsmitteln während des Unwetters hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten aus diesem Anlass das Meisterwerk der Brunnenskulpturen bauen. Optionaler Bonuseffekt: Die Unterhaltskosten dieses Gebäudes werden um 50% reduziert. Bedingungen für Bonuseffekt: Höchstanzahl Zierelemente, exklusive Meisterwerksteile. Ah, okay. Na, schauen wir mal kurz in die Bilanz. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Unterhalt 45, aber wir machen mit dem Handel 90. Das ist doch schon mal sehr gut. Aber wir bauen ja im Augenblick auch nichts. Die Werkzeuge, das wird wieder teuer, wenn das dann weitergeht. Mal schon mal den nächsten Holzfäller bauen. Das Gebiet brauchen wir ja, um darauf den Weizen anzupflanzen. Oh. Der Fischer fischt. Kräuter und Fisch hier. Diese Woche verkauft. Kein einziger Fisch. Warum nicht? Weil wir nur einen einzigen Markthändler haben. Ja. Da müssen wir mal irgendwen finden, auf den wir verzichten können. Wird schwierig. Sägewerker. Ja, nee, eigentlich nicht, weil das verkaufen wir. Wollen wir damit Geld machen? Dann sollten wir da keinen von abziehen. Bergarbeiter. Ja, wir brauchen die Steine zum Bauen. Aber wir haben im Augenblick einen großen Vorrat an unbehauenem Stein. Also könnten wir das ruhig machen.
So, hier ist voll, da holt sowieso keiner was ab. Also reißen wir das ab. Und dann sollten ja gleich die Holzfäller hier auch dieses neue Holzfällerlager gefunden haben und da weiterarbeiten. Ja, wir müssen uns aber ranhalten hier mit dem Handel. Das habe ich natürlich wieder beim Falschen geguckt gehabt. Im letzten Monat hatten wir 160 knapp an Unterhalt und 170 haben wir reingeholt durch den Handel. Da ist natürlich nicht so viel Spielraum. Könnten wir noch irgendwas in den Fisch verkaufen, zum Beispiel an Davenport. Ja, wir können Fisch an Davenport verkaufen, aber Fisch macht einen jetzt nicht reich. Das Beste wäre bei Hauner Stein. Na, dafür brauchen wir teure Steinmetzhütten. Haben wir aber auch. Aber wir brauchen den behauenen Stein ja auch für das Kloster, wo im Augenblick ja gar nichts mehr zu bauen ist. Aber wir haben haufenweise Kräuter übrig. Das ist ja an und für sich schon mal ganz schön. Ja, wenn wir damit nicht handeln können, ist das natürlich auch nicht so praktisch. Dann machen wir auch kein Geld mit. Mit Prunk würde ich jetzt ungern weitermachen. Da ist einfach nicht so richtig das Geld für da. Jetzt haben wir es sogar geschafft, im letzten Monat Minus zu machen. Das ist nicht so schön. Durch was Stoff haben wir eingekauft? Sollten wir aber auch nicht verbrauchen. Jetzt haben wir ein paar Werkzeuge eingekauft, das ist nicht ganz so dramatisch. Aber letztlich heißt es, wir müssen einfach warten, bis Geld da ist. Tja. Ich hoffe wirklich stark darauf, dass wir nochmal schaffen, eine Stufe der Handelsbeziehungen hier auszubauen. Das würde dann nochmal 10 Punkte geben für den Wohlstand. Weil ansonsten wird dieses Dorf wirklich einfach nur komplette rosa, weil die Büsche kosten nichts im Unterhalt, sind günstig im Einkauf, weil irgendwie muss man ja an die 70 Punkte rankommen. Mit Territorien will ich das nicht machen, weil das Ganze klein bleiben soll. Mit der Bevölkerung soll es nicht passieren, weil halt nur so um die 30 Bürger hier wohnen sollen. Einwohner, nicht Bürger, sind und bleiben ja Leibeigene. Steuern will ich ja auch keine nehmen. Ja. Wobei, da habe ich gesagt, für den Aufbau ist es okay. Und das hilft im Augenblick auch, die Wartezeit deutlich zu verkürzen. Also mache ich das mal. Ja, nur sobald das Kloster fertig gebaut ist, soll das Ganze funktionieren, ohne dass die Steuern erhoben werden. Und die ganzen kleinen Leutchens hier arbeiten nur für das Wohl derjenigen, die da im Kloster leben, versorgen sie mit allem und den Rest können sie dann handeln. Wobei ich nicht glaube, dass da allzu viel übrig bleibt, womit sie dann Geld machen können, weil wir ja wirklich haufenweise Leute brauchen, um die Bedürfnisse des Klosters zu befriedigen. Weiß ich noch nicht mal, ob wir alle Arbeitsplätze, wie zum Beispiel beim Weizenbauern oder beim Müller, besetzen können oder ob das dann immer nur einer wird in den Produktionsstätten. Das ist dann bei weitem nicht so effizient und es ist teuer, weil es halt eben nicht so effizient ist. Aber Hauptsache, die Mönche kriegen alles, was sie brauchen. Beziehungsweise haben wollen, brauchen tun sie ja nicht so viel. Aber es soll ihnen ja gut gehen. Aber was wir noch brauchen, haben wir jetzt auch die paar
Kröten hier einzusammeln. Ja, das ist ein Steuereintreiber, weil wir haben bisher die Vogtei. Hilft nichts. Und die Touristeninformation hilft auch nichts. Jetzt brauchen wir noch einen Steuereintreiber. Ja, wird voll. Noch genau so ein Häuschen an genau dem gleichen Ort werden. Obwohl, man könnte es hier ranflanschen. Bei der Vogtei, na klar. Man schaffen da eine reinzukriegen, heißt das. So, sieht's doch okay aus. Nehmen wir. Ja, aber damit fällt dann auch schon wieder eine Arbeitskraft weg, mit der wir irgendwas Sinnvolles machen könnten für das Kloster. Wie Fisch, Brot, Weizen, Mehl. Jetzt schon wieder ein Steuereintreiber finden. Mal gucken. Was können wir da nehmen? Den Vogt. Ja, könnten wir tatsächlich. Warum nicht? Weil den Vogt brauchen wir nicht so richtig. Und noch besser als ein Fischer. Ja, ich glaube, wir nehmen Bergarbeiter. Graviel aber nicht. Der schon Schotter heißt, der bleibt Bergarbeiter. Aber Ferrandus, der klingt doch lustig. Komm rein. Hast einen neuen Job. Sorg für ein bisschen Knete, dann kann ich mehr Büsche machen. Ja, kaum haben wir einen Steuereintreiber, haben wir auch Geld. Das ging schnell. Werde ich dann auch gleich in unseren Wohlstand investieren. Ja, wir brauchen noch 11 Punkte. Von Besteuerung profitieren. Wie es scheint, ist unsere Schatzkammer diese Tage nicht gut bestückt. Ein paar eurer Dorfbewohner denken, dass ihr die Steuern für eine Weile erhöhen könnt, jedenfalls bis die Schatzkammer wieder gut gefüllt ist. Das war ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber ich werde die Steuern nicht weiter erhöhen. Wir sind hier schon wieder im gelben Bereich. Schon mehr, so oder so, als ich eigentlich machen wollte mit den Steuern, sollen sie ja gar nicht haben. Nö, das ist schon okay so. Macht mal weiter. Ja, wo ich ja jetzt schon wieder gespannt bin, ist, kommen die Arbeiter hier hin, um die Ausgänge hier in der Mitte zu bauen? Ich weiß es nicht. Bisher scheint es nicht so richtig. Bisher scheint es nicht so richtig zu klappen. Aber irgendwie müssen ja auch schon Steine und behauene Steine angeliefert worden sein. Warum jetzt allerdings die Bretter da nicht hinfinden? Keine Ahnung.
Auch Werkzeuge sind keine da. Ja, das wäre natürlich auch wieder ein Gag. Na klar, wie sollen sie da hinkommen, ne? Ist ja kein Ausgang da, aber genau den wollen wir ja jetzt gerade bauen. Ah, naja. Ich glaube, dann würde ich hier zur Not irgendwie so eine Ecke wegreißen, dann müssten die ja dann durchkommen. Aber, och, nö, hätte ich jetzt nicht so richtig die Lust zu. Weil sonst quetschen die sich ja auch immer überall durch. Dann könnt ihr das eigentlich auch gerne mal hier machen. Ja, das jetzt wieder abzureißen, das wäre teuer. Aber wenn man den Innenhof nicht nutzen kann, das wäre blöd. Hm? Wenigstens verkaufen wir jetzt auch Fisch, allerdings nur einen. Warum, weiß ich nicht. Scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Oh. Ist dem das zu weit? Nö. Warum haben wir denn einfach keinen Fisch auf Lager? Wieso? Das ist ja auch interessant. Ja, Enne, der wohnt hier ganz in der Nähe, das ist ja eigentlich schon mal sehr gut. Damit sollte der ja, Weg nicht allzu lang sein. Okay. Hätte es direkt hier neben einem Fisch vorkommen. Aber wir haben nichts im Lager. Also auch nicht im Lager vom Fischer selbst. Gut, also wieder zwei Baustellen. Einmal eine richtige Baustelle und einmal der Fischer. Den müssen wir unbedingt irgendwie im Auge behalten. Jetzt hat er 5. Oder haben wir das nicht limitiert? Doch, erst ab 100 Stück verkaufen wir den Fisch. Also eigentlich sollte das klappen. Aber ich versuche mal den Weg für den Fischer auch irgendwie noch mal ein bisschen zu verkürzen. Vielleicht erhöht das dann noch mal ein bisschen den Ertrag bei dem Fischer. Ja, eigentlich habe ich ja gehofft, dass wir damit auch noch mal ein bisschen Geld machen können. Wenn auch nicht viel. Aber wenigstens so, dass wir Überschuss erwirtschaften hier.
und nicht so, dass Fisch hier zur Mangelware wird. Großzügiger Handel mit Northbury. Dank eures fortwährenden Handels war die letzte Saison gut für unseren Nachbarn Northbury. Die geschätzte Äbtissin hat bessere Preise mit den Kaufleuten vereinbart, die jetzt bereit sind, Rabatte auf bestimmte Waren und zu bestimmten Zeiten im Austausch für ein größeres Handelsvolumen zu gewähren. Ja, wir brauchen billigere Werkzeuge. Brauchen wir immer. Aber ob wir das schaffen mit den 500 Goldstücken, ja, das weiß ich nicht. Probieren wir es einfach mal da. Vielleicht kommen die ja da von außen dann noch ran. Und wenn sie von da rankommen, dann kommen sie ja vielleicht auch da ran. Und dann würde ich das gleiche von da noch probieren und dann hat man ja auch den Innenhof hier irgendwie sinnvoll bebaut. Ah ja, das ist schön. Also die Lieferanten schaffen es schon mal. Hat doch einer was gebaut? Das klang doch gerade so. Ja, baut mal weiter. Oh, eine neue Geschichte kann auch gehört werden. Verschuldetes Dorf. Gut, hat sich schon wieder erledigt. Wir haben schon wieder 24 Gold. Passiert. Ja, juhu. Das ist gut. Jetzt sagt mir aber auch bitte, dass ihr dadurch irgendwie zu der Baustelle in der Mitte kommt. Ja. Puh, Schwein gehabt. Holz für die Bonnegans. Können wir machen. Haben wir genug da. Viel Spaß damit. Ne, haben wir natürlich nur nicht im Lager. Ach. So, sehr schön. Ich weiß leider nur nicht, ob die es tatsächlich schaffen, hier auch in den ganzen Gebäuden hin und her zu laufen. Ich glaube schon. Machen wir das in dem Hof hier mal genauso wie bei dem anderen. So, der Fischer produziert die ganze Zeit irgendwie Fisch. Nicht viel. Aber immerhin. Aber ob wir da jemals über die 100 kommen, ich mag's bezweifeln.
Ah ja, es funktioniert ganz offensichtlich. Sehr schön. Ja, ich glaube, das Problem ist im Kreuzgang später nicht. Der hat zwar auch keinen Ausgang, aber ich glaube, der Kreuzgang gilt quasi für alle angrenzenden Gebäude als Ein- und Ausgang, sodass sie dann hin und her wechseln können innerhalb des Gartens, den sie dann da haben. Ja, wie sieht es bei euch aus? Ach ey. Da habt ihr aber noch nicht viel geschlagen. Naja. So, was fehlt noch? Es fehlen noch 7 Wohlstand. Das ist noch eine ganze Menge Busch. Ach, ein kleines bisschen Prunk werde ich mal noch hier mit reinsetzen. Wir haben gerade 100 Gold übrig. Beziehungsweise 160. Das dezimieren wir jetzt mal ganz stark. Und so ist das ganze Geld dann auch schon wieder weg. 2 kleine Hocker und ein Baum. Ja. Da war ich gerade wieder minus. Okay, Einnahmen, Ausgaben scheinen noch in Ordnung zu sein. Hier ist echt so ein kleiner Laufweg hin zu diesem Hocker, bei dem ich dachte, dass da gar keiner drauf sitzen kann. Das ist nämlich der hier, der keine solche grüne Markierung hat, keinen so grünen Pfeil für die Richtung, für die Ausrichtung. Aber naja, ein Weg ist da. Ich hatte allerdings noch keinen drauf sitzen sehen. Hier auf den Dingern. Ja, durchaus. Dann frage ich mich natürlich, wo kommt denn jetzt hier der Weg her? Weil wäre ja schon doof, wenn die Dinger dann irgendwie falsch rumstehen. Die dann gegen so eine Wand glotzen, hier in so eine Ecke. Oder hier in die Mauer. Das sieht dann schon ein bisschen komisch aus. Oh doch, der Fisch wird ganz langsam mehr. 10 sind jetzt hier unterwegs zum Markt. 10 liegen noch beim Fischer. Ja, vielleicht klappt das ja dann tatsächlich mal, irgendwann einen Fisch zu verkaufen. Ja, aber ist doch ganz hübsch hier. Aber die könnten auch durchaus dann noch mal einen Busch vertragen. Ja, gleich viel gemütlicher. Was ein Unkrauterzeug hier. Naja. Da ist schon wieder kein Geld. Ah. Schwebende Beeren. So, was sagt die Bilanz? Letzten Monat minus 75, allerdings bei 180 Konstruktion. Das ist gut, das heißt, wir machen auf jeden Fall Plus. Handel, Werkzeuge haben wir über 50 ausgegeben, aber wir haben 160 mit dem Handel eingenommen. Alles gut. Ich wünschte nur, dass wir mal ein bisschen mehr Kräuter verkaufen können. Davon haben wir jetzt schon fast 400 im Lager. Aber genau da ist halt unsere Handelsroute ausgeschöpft. Da können wir nicht mehr verkaufen.
Gut, jetzt sieht man das nicht, sollte man dann aber. Ja, vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen mehr einkaufen. Werkzeug. So dass wir das mal ausbauen können. Ja, es muss wohl noch ein bisschen warten, solange bis wir den Kreuzgang dann bauen. Da brauchen wir wieder unglaublich viel Werkzeug im Augenblick. Naja, haben wir hier nur so Kleinkram zu bauen. Da lohnt sich das nicht. Wir könnten jetzt hier schon mal den Weizenbauern hinsetzen. Auch wenn das jetzt alles noch nicht hundertprozentig abgeholzt ist. So schlimm ist das ja nicht. Hier wäre das schon mal schön. Naja, aber passt schon. Oh, kostet 50 Gold. Auch wieder kurz warten. Wobei, ist das jetzt tatsächlich schlau zu machen? Das Zeug kostet dann auch wieder Geld. Und zwar nicht wenig. Der Bauer kostet schon mal 5 Gold. Dazu kommt ja dann auch wieder die Mühle und der Bäcker. Ich glaube, das Geld brauchen wir im Augenblick erstmal, um irgendwie Prunk und anderweitig Wohlstand zu generieren. Also für Büsche, Bäume, Wegweiser und so ein Quatsch. Nee. Machen wir erst ein bisschen später. Wir haben ja auch noch keinen Bruder, der sich hier um das Brot kümmern kann. Oder generell um die ganzen Nahrungsmittel. Dazu brauchen wir erst ein Skriptorium. Das Skriptorium wird ja erst oben am Kreuzgang angeschlossen. Das dauert also noch ein bisschen. Und zu essen haben sie genug. Müssen sie halt im Dorf kaufen. Fisch und Beeren. Alles da. Ja, so langsam wird es echt schwer, hier nochmal einen Platz zu finden, wo man überhaupt noch so einen Busch hinsetzen kann. Ich hoffe, dass man aus diesem Zeug wenigstens irgendwie einen Tee machen kann oder sowas. Gerade geschaut, ja, das Hospitium können wir sogar schon zuweisen. Huch. Keine Ahnung, ob wir das jetzt tatsächlich brauchen, aber dann ist es schon mal da. Huch. Wer bist du? Ah ja. Und prompt der Ratschlag: Besucher des Hospitiums. Der Verwalter des Bischofs hat von eurem Interesse erfahren, ein Hospitium zu errichten. Ein solches Gebäude wird allerlei Besucher anziehen, die vielleicht Ressourcen spenden, wenn ihr Aufenthalt zufriedenstellend verlief. Der Verwalter wird euch die Ehre erweisen, der erste Besucher zu sein, sofern ihr es wünscht. Och ja, versuchen was. Ne? Versuchen wir es. Wir haben ein Hospitium. Naja, Nahrung kann er kaufen zumindest. Ne? Hier hinten. Ach, das war. Da wollte ich noch was machen. Wir brauchen ja auch noch einen Brunnen.
auch bei den Mönchen. Hätte ich sonst wahrscheinlich später im Kreuzgang gebaut, aber können wir auch hier in den kleinen Innenhof setzen. Passt ja ganz gut. Beim Refektorium und beim Dormitorium. Brauchen wir noch einen zweiten? Nee, vielleicht auch nicht. Jetzt nicht. Ach nee, kick an. Da kommt er. Er findet den Weg auch ganz einfach und unproblematisch, weil wir das so prima ausgeschildert haben. Und du ist hat. Naja, klar. Ne? Langer, weiter Weg. Jetzt freut er sich. Hoffe ich. Was, wo bist, wie bist du jetzt da echt in dem... Gilo, hallo. Nahrung kannst du finden, Gottesdienst, ja, wird ein bisschen knapp. Beherbergung im Hospizium, das wirst du auf jeden Fall kriegen. Da haben wir Plätze ohne Ende. 24 Gäste, du bist der Einzige, du hast Platz. Ach ja, na, sieh mal an. Klostergarten mit Hochbeet für Beeren und Hochbeet für Kräuter. Wir haben noch keine Beeren. Aber was muss ich denn jetzt, nicht jetzt, aber irgendwann auf jeden Fall zum Beenden dieses kleinen Auftrags errichtet ein Kloster haben. Aber da wir jetzt auch noch nicht das Skriptorium haben, nicht so wild. Vier Punkte fehlen uns jetzt noch zum Wohlstand, damit wir dann endlich anfangen können, den Kreuzgang zu bauen. Na, ich habe jetzt noch mal kurz drüber nachgedacht, ob man das vielleicht doch noch mal versucht, über die bessere Handelsroute. Aber das ist mir einfach zu vage. Weil wir es auf Dauer nicht, weil wir es auf Dauer nicht schaffen könnten, einen höheren Bedarf an Werkzeugen da aufrechtzuerhalten. Deswegen werde ich das jetzt einfach weitermachen. Wie zuvor. Und alles soweit mit rosanem Busch. Vollpflanzen. Ah. Ratschlag befolgt. Der Verwalter des Bischofs hat sich in eurem Dorf ausgeruht und muss nun abreisen. Er möchte sich bei euch mit einer kleinen Spende für den Aufenthalt bedanken. Das ist doch nett. Ach, da kommen die Spenden her. Nee, hier ist es Aufgabe, aber es gab hier irgendwie, in Fenheim hatte ich das schon mal gesehen, Spende. Da wusste ich nicht, wo das herkam. Ich dachte, die Bürger spenden, weil sie das so toll finden. Hätten sie dann hier doch eigentlich auch schon machen müssen mit den ganzen Büschen. Finden sie doch bestimmt auch klasse. Aber nee, war ja nicht. Dann ist das scheinbar von den Gästen, die im Hospizium nächtigen. Okay. Noch drei.
Das ist viel, viel besser mit dem Busch allein. Da müsste noch nicht mal mehr der Baum hin. Wenn wir noch 4 Leute hätten, müssten wir einen weiteren Punkt dazu bekommen. Wir brauchen ja noch ein paar Mönche. Also schaue ich mal, ob wir da nicht vielleicht noch einen Freiwilligen finden. So, jetzt haben wir da noch eine Dame, die wir irgendwie zuteilen können. Fellbäume. Da kommt der nächste neue. Und mit dem müsste dann ein Punkt dazukommen. Das wäre schon mal sehr schön. Und für den letzten Punkt mache ich da mal weiter Büsche. Ne, passt das? Ja! Oh, 2 Punkte sogar. Juhu! Endlich. Ha, Stufe angesehen bei Klerus erreicht. Sehr schön, sehr schön. Endlich. Endlich. Tada! Klosterküche. Einfaches Kloster. Apiarium, die klösterliche Bienenzucht. Rustikaler Kreuzgang. Bollwerkkirche. Naja, Besteuerung der Kirchen. Das könnten wir eigentlich auch machen, warum nicht? Warum nicht? Steinkirche brauchen wir nicht. Und ein einfacher Kreuzgang. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen dem rustikalen und dem einfachen ist. Aber wir haben genug Punkte, schalten wir beide frei. Ja, dann brauchen wir aber auch erstmal wieder keine Einwanderung. Dann können wir endlich anfangen, den Kreuzgang zu planen und das gesamte restliche Layout des Klosters. Aber für heute ist genug. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Runde hier in Gutstein, wenn es heißt Kreuz und Quergang. Wenn es heißt endlich Abenteuerspielplatz. Und wieso? Wir sind schon wieder 1,5 Stunden, aber ich habe einen frischen Kaffee vor mir. Prost. Ich gucke mir jetzt aber die Kreuzgänge nochmal an. Wollt ihr auch noch schnell sehen, dann hier, ansonsten schnell ausmachen. Ach du Schiet, jetzt haben wir hier Nonnen. Die latschen jetzt einmal komplett quer hier durch den Männertrakt. Das geht so nicht.